So, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Half-Life 1 bzw. Black Mesa, der Definitive Edition. Oh mein Gott, was für ein Name. Und ja, worum geht's eigentlich? Es ist, ja, wie gesagt, immer noch die grafisch verbesserte Version von dem Half-Life 1 Remake. Ja, worum es eigentlich in Half-Life 1 geht, habe ich im letzten Part erklärt. Ich werde es nicht nochmal erklären, weil es 5 Minuten gedauert hat. Oder 3 Minuten, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas so um den Dreh und ja, wer wissen will, worum es in Half-Life geht, der wird, der sollte sich den letzten Part angucken. Aber ich denke mal, die meisten werden es sowieso machen, weil man sich ja so ein Let's Play normalerweise chronologisch anguckt. Also von 1 nach, ne, zum Ende hin halt. Und ja, wir sind jetzt halt an unserer Arbeitsstelle angekommen und finden uns noch immer vor dem Haupteingang unseres Forschungsbereichs. Also unserer Arbeitsstelle, weil der Bereich ist ja... Oder die Anstalt ist ja sehr, sehr groß, gigantisch. Wir können ja hier mit einem Zug dahin fahren. Und was haben wir hier eigentlich? Inbound Times. Wir haben hier eine Zeitung, die einfach nur... kann es nicht genau lesen, weil die Grafik leider es nicht zulässt. Aber ich glaube, es wird da ein Team gesucht. Beziehungsweise ein Team acquires new grant. Weiß ich nicht, irgendwas. So, ja, viel mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sehen oder zu machen. Wir werden jetzt einfach mal rausgehen und dem netten Wachmann folgen. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Genau, Barney ist natürlich auch noch ein Charakter, den wir im Laufe des, nicht dieses Spiels, aber auf jeden Fall im nächsten Spiel noch kennenlernen werden. Und zwar der nette Wachmann, den wir ganz am Anfang im ersten Part noch gesehen haben, wo wir mit dem Zug vorbeigefahren sind und der an dieser Tür da halt, ne, gamert hat. Oder nicht reingekommen ist. Das war Barney. Den werden wir aber auch noch kennenlernen. Im nächsten Part. Also im nächsten Teil. Im nächsten Half-Life. So. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein hier. Hallo? Dalsys. Was ist Dalsys? Ja, ich habe tatsächlich den Pferdeschwanz abgeschnitten. Also den, ne? Dr. Cross. Ja, das ist natürlich auch eine Person, die wir gar nicht mal zu Gesicht bekommen werden, denn Dr. Cross ist auch eine Person, die wir spielen. Allerdings in der PlayStation 2 Version, davon der Koop-Modus, also der Koop, der Zweispieler-Modus, den es leider auch nur für PlayStation 2 gibt. Deswegen werden wir den nicht spielen. Zumindest nicht ohne Mods. Also ich weiß nicht, ob es dafür auch eine Mod gibt. Aber auf jeden Fall ist Dr. Cross auch ein Hauptprotagonist aus dem Half-Life-Universum. Sehr interessant auf jeden Fall. Dr. Kleiner werden wir auch noch kennenlernen. Ja, hier werden wir auf jeden Fall mit Charakteren zugebombt. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Okay. Ja, machen wir. Auf jeden Fall ist die ganze Einrichtung so ein bisschen mit Problemen geplagt, was auch einen gewissen Grund hat. Okay. Freut mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Ja, diese Probleme sind wie gesagt nicht ganz ohne Grund, denn es ist quasi alles ein Ding. Quasi. Es ist alles eins, also es hat alles seinen Grund hier. Aber ich will halt noch nicht spoilern, deswegen sage ich noch nichts. So, hier haben wir nichts. Hey, hallo, Eck. Hier haben wir ein nettes Easter Egg. Hey, it's happening. Cut it out. What the hell is going on up there? My horoscope was correct. Did someone pull this fire alarm or something? Come on, Gordon. What are you trying to do? Get me into trouble? Willst du nicht antworten? Yeah, I'm here. We had a little accident up here, sorry. Yeah, well, that better be the last accident you have today.
exact copy. Damn, Gordon. Das ist natürlich ein Easter Egg, das wir auch noch aus dem ersten Teil kennen oder kennenlernen werden vielleicht. Hier ist auch noch ein zweites Easter Egg. Leider kann man hier nicht ranzoomen, man kann erst ranzoomen, wenn wir den Anzug haben. Aber man kann ja schon mal so ein bisschen gucken. Es sind halt hier noch... das sind halt noch die Texturen aus dem ersten Teil. Also hier die der nette Herr da oben. Und der Herr da unten. Und die haben hier halt eine Conversation. Und jetzt tippen wir mal rum und... Ja. Sind halt immer noch so kleine Easter Eggs aus dem originalen Teil. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Forschung, Entwicklung und Personal. Anomale Materie. Ja genau, wir sind auf jeden Fall hier im Labor für anomale Materie. Also Materie, die halt... Wie will man das sagen? Nicht normal ist. Die unbekannt ist. Die, ne? Und diese unbekannte Materie, die werden wir gleich auch untersuchen. Denn diese Materie... Good morning, Dr. Freeman. ...wurde von einem gewissen Herrn in diese Einrichtung gebracht, der einen gewissen Plan schmiedet. Und welcher Mann? Bei dem kann man es sich vielleicht schon denken. Denn ich habe ihn schon erwähnt. Ja, und diese Probe wurde von einer gewissen Grenzwelt hier reingebracht. Guckt euch mal an, wer hier steht, wenn man vom Teufel spricht. Also leider kann man es nur im Originalen verstehen, was hier gesagt wird, zumindest zum Teil. Jetzt kann man hier gar nichts verstehen. Die sprechen jetzt gerade halt darüber, dass, ja, was hier eigentlich gemacht werden soll mit der Probe. Mit dieser Probe, was damit eigentlich gemacht wird. Und der nette Forschungstyp hier. Oh, hallo? ja. Der nette Forschungstyp, der, hat nicht so Bock da drauf, weil er es ein bisschen gefährlich findet. Ist auch klar, ne? Also er findet es halt ein bisschen gefährlich, was halt mit dieser Probe gemacht werden soll. Und er möchte halt seinen Plan durchgehen lassen. Plan. Teuflischen Plan. Hallo? Got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Das ist sehr schade. Hopefully things will die down around here soon. There's been a lot of suits coming and going. Probably Union Busters. Es sind viele Typen in Anzügen hier durchgekommen. Und, ne? Can't let you through. Welche Kameras? Welche Kameras? Achso, die. Ey, wir sind doch eh nicht im Winkel, oder? Okay. Geht auf jeden Fall nicht. Da kommen wir nicht durch. Sektor B. Müsste dann Sektor B sein, wo wir hinwollen. Aber nicht können. You forgot to carry the two. Or was it the three? Maybe later, Gordon. Okay. Ganz auch lustig, hier im originalen Half-Life war hier immer so ein Lichtschalter hier an der Stelle. Und da konnte man immer einen Wissenschaftler ein bisschen triggern und immer das Licht ausmachen. Und der hat es dann immer angemacht. Und war genervt. Ein Calculator möchtest du haben, habe ich aber leider nicht hier tatsächlich. Ja, und ich fände es eigentlich auch relativ cool gemacht, wie so die ganzen Half-Life-Teile alle miteinander so ein bisschen kombiniert sind, also dass es halt immer so Anspielungen auf die anderen Teile gibt. Zum Beispiel gibt es in Half-Life Alyx wiederum die Anspielung, dass okay, ich will es eigentlich noch nicht sagen, weil ich den Part noch nicht hochgeladen habe, aber es gibt halt immer so Anspielungen auf andere Teile und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich sag's auch noch nicht. Hallo? Gordon, I'm in the middle of something here. Das sehe ich, dass du in der Arbeit steckst, wenn du da sitzt, den ganzen Dach. Oh, would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Tatsächlich. Ist wie bei mir in Rühle. Good morning, Freeman. Shut up. Oh. Okay.
Feminismus. Ohne Spaß, ich habe gerade richtig Flashbacks von meiner realen Arbeit. Komme ich nicht immer zu spät, aber oft. Was? If this is anything less than a full-scale Code Red Calamity, I'm not interested. Die haben echt riesig mit scharfen S übersetzt. Good morning, Gordon. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. Es tut mir leid, ich will halt nur Hallo sagen. Probe wurde gerade runter in die Testkammer geschickt. Und in diese Testkammer müssen wir natürlich reingehen. Denn wir sind natürlich der Auserwählte, der die Probe versuchen muss. Oder? Gonna get me one of them jumbo size Rutter grape sodas. Die haben sie auf jeden Fall lieb. And I'm working up a mean hunger just thinking about it. You're thinking of something. What a Rutter. Who creates these stupid trees? There are a lot of suits walking around today. Try to look busy. Viele Anzugträger. So wissen. Was ist mit dir? Du hast nichts zu sagen? Can't you see I'm busy? Ach, mit dir habe ich schon geredet, ne? Amnesie. Ja, dann gehen wir einfach mal hier runter. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Oh, but this is more than a replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the modern perspective necessary to monitor its influence. I mean, combined with today's technology, I've recreated... I can't stand to hear another word of this malarkey. Don't mind him. But here's something to think about for the next time. You and your sugar-coated ersatz are absolutely full of it. Creativity is the art of hiding your influence. Now let's get back to work. We should at least try to look busy. Diese gehobene Sprache, ne? Richtig Wissenschaftler. Cool. Wenn du dich jetzt in Knuddels anmeldest oder so, dann würdest du niemals solche Konversationen führen. Oder in irgendwelchen Social Media, Instagram, Shit. Richtig diese Untermenschen Deutsch-Chats. I'm rather busy now. Obwohl Instagram jetzt hier nicht wirklich Untermenschen Chat ist. Shit. I'm not one for idle chatter, Gordon. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben, also, ne? Finde ich cool auf jeden Fall, wie die hier so miteinander umgehen. Also, nicht dieses Umgehen, ist ein bisschen Mobbing vielleicht, aber auf jeden Fall, wie die so miteinander sprechen, ist sehr gehoben, sehr intelligent. Go bother someone else, Gordon. Sowas zum Beispiel. Hallo, Dr. Cross. Hallo, Dr. Cross. Aha. Hallo, Dr. Cross. No, no, no. Pull yourself, Oscar. Ah, Dr. Cross, fancy seeing you here. Greetings, my little petri dish. The fuck? Can this wait? Nein. This is cringe. Oh, ein Calculator. Aber ich glaube nicht, dass ihr den noch braucht. Find's auch cool, wie das hier alles so... Also das Spiel spielt ursprünglich, glaube ich, 1998? Also ich glaube in dem Jahr, auch wo es das originale Half-Life erschienen ist. Und hier ist überall, glaube ich, noch sogar Windows XP drauf. Auf den PCs. Oh, Entschuldigung. Ist auch lustig, wie die ganzen Tastaturen nicht an den PCs angeschlossen sind. Hier ist kein Kabel dran, nix. Das sind schon diese hochmodernen 1998er Razer Tastaturen. Die sogar moderner sind als 2020er Tastaturen, wo noch gar kein Kabel dran sein muss. Obwohl, es gibt bestimmt Tastaturen, die mit Bluetooth laufen.
Hab ich zwar noch nicht gesehen, aber gibt's mit. Goodness. I'm certainly looking forward to the end of today, aren't you? Der Tag ist vorbei. Ist halt ein normaler Arbeitstag. Hello. Hallo. Another day, another dollar. These double shifts are starting to get to me. Doppelschicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es ist noch nicht wirklich spät am Tag. I'm at the point now where I have to drink a cup just to go to sleep at night. Cheers. Can this wait till I'm off break? Warum seid ihr alle so unfreundlich? You'll be called on the carpet in no time if you keep this up. Oh, ein Easter Egg. Noch eins. Good heavens! What the hell? Ja, was heißt Easter Egg? Es ist halt. You think you can fix the vending machine too, college boy? We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Cause that was you know who's lunch. Wahrscheinlich der Boss. Nee, es sind halt keine Easter Eggs, aber es wurde damals, als die guten alten Spieletipps.de Zeiten noch waren, wurden die halt damals immer auf diesen Seiten, diesen Videospielseiten, wo man Tipps bekommen hat, immer so als Easter Eggs betitelt. Es ist ja einfach nur so eine Anspielung. Weiß ich nicht, so eine Spielung, sondern so ein, so Dinge, womit man interagieren kann, die aber ein bisschen versteckter sind. You better make like a baby and head out. Alles klar. You better make like diarrhea and run. Okay, weißt du was? Nee. Das wird mir hier zu creepy, du. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Triple pleated khakis. Preposterous. Findest du schick? And these ludicrous penny loafers. Nobody here has an eye for fashion. Does this lab coat make me look fat? This is going to have to wait, Gordon. Oh mein Gott. So, hier haben wir auch schon unser MIT-Abzeichen. Ich kann es leider nicht genau lesen. Massachusetts Institute of Technology. Unser Baby. Oder, also eins vielleicht. Nicht vielleicht unseres. Keine Ahnung. Toilet paper. Hallo? Be a dear and fetch me a roll of toilet paper. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Gern geschehen. War mir eine Freude. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns den Anzug und dann machen wir auch schon den Part zu Ende. AEV-Schutzanzug. Ich weiß ja jetzt nicht genau, was AEV ist. Ich glaube irgendwie. Ach, keine Ahnung. Weiß ich. Hazardous Environment. Weiß ich nicht. Was für V weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Hazardous Environment, also Gefahren, Umgebungs. Weiß ich nicht. V weiß ich nicht. Den Rest weiß ich aber. Glaube ich. Ich glaube, das ist berühmte Lambda-Zeichen. Ein interessantes Zeichen für den für irgendeinen Zerfall war das. Chemisches, theoretisches, physikalisches Symbol. Hazardous Environment Vehicle, genau. Fahrzeug. Mark 4. Ja, jetzt wird das erstmal gebootet, also startet. System either. Count your lucky stars. What to do?
System. Have you ever seen those electromyographic sensors in the old Biomechatronic Mark I? A marvel of modern engineering. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es echt nützlich sein könnte. I worked on the underwater breathing apparatus for the suit, but it was eventually discarded. Oh, schade. I say, that suit certainly flatters your Dankeschön. Ich muss jetzt... Nee, warte, ich muss noch nicht weiter, denn wir haben hier noch eine Batterie, eine Aufladebatterie für den HEV-Schutzanzug. Das ist so ein bisschen Rüstung einfach. Rüstung, wenn man so will. So, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle wieder einen kleinen Cut. Denn mal wieder sind 20 Minuten rum. Eigentlich schon wieder viel zu lange. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Black Mesa.